Ja, hallo und guten Abend. Ganz herzlich willkommen zur Reihe Transitional Justice, zu der Sie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Bundesbeauftragte für die neuen Bundesländer gemeinsam einladen. Mein Name ist Tamina Kutscher. Ich bin Chefredakteurin von Decoder.org und ich führe Sie durch diese Reihe. Wir wollen bis in den Mai 2022 hinein hier ganz unterschiedliche Beispiele in vergleichender Perspektive anschauen, unterschiedliche Beispiele von Aufarbeitung nach Gewaltherrschaft und Diktatur. Wir haben uns bislang mit Deutschland beschäftigt, wir haben die Visegrad-Staaten in den Blick genommen und heute Abend geht es ins Baltikum. Erinnern an zwei Diktaturen, Aufarbeitungskonkurrenz im Baltikum. Das ist der Titel des heutigen Abends, denn die staatliche Unabhängigkeit 1991, sie bedeutete für die baltischen Länder ja auch endlich wieder die Deutungshoheit über die eigene Geschichte zurückzugewinnen. Wie gehen die baltischen Staaten also heute mit ihrer Geschichte im 20. Jahrhundert um, die geprägt war von der Annexion durch die Sowjetunion und aber auch von der nationalsozialistischen deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg? Welcher Diskurs prägt die jeweiligen Erinnerungskulturen? Wie kann an das Unrecht aus sowjetischer Zeit erinnert werden, ohne das Unrecht der deutschen Besatzung zu relativieren? Das sind unter anderem die Fragen, die wir hier heute Abend diskutieren wollen. Und Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, zu Hause mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen im Chat oder per Mail auf Deutsch oder auf Englisch, so dass wir hier diesen großen virtuellen Raum für eine große internationale Debatte nutzen können. Ich freue mich sehr über drei hochinteressante Gästinnen und Gast aus dem Baltikum hier heute Abend. Ich beginne mit Frau Violeta Davolute. Herzlich willkommen nach Vilnius. Hallo, Frau Davolute. Frau Davolute ist Professorin am Institut für internationale Beziehungen und Politikwissenschaften der Universität Vilnius. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Erinnerungspolitik, nationale Identität und historisches Trauma. In aktuellen Forschungsprojekten hat sie sich beispielsweise mit Alltag und Darstellung von Kriegstraumata in der Spätmoderne beschäftigt oder auch mit dem Projekt Litauische jüdische Deportierte, eine unerzählte Geschichte. Wir sind sehr gespannt, welche Geschichten und Geschichte sie uns heute Abend erzählt. Herzlich willkommen. Ich gehe weiter hier. Thanks for inviting me. Schön, dass Sie da sind. Ich gehe weiter hier nach Riga. Herzlich willkommen, Lolita Tomsone. Frau Tomsone ist Direktorin der Janis Liebke Gedenkstätte in Riga. Und hat dort einen sehr innovativen und auch integrierenden Ansatz des Gedenkens geprägt, über den sie uns heute Abend sicher auch noch mehr erzählen wird. Sie hat im Grunde genommen die Erinnerungskultur in Lettland so völlig neu geprägt. Und für ihre Verdienste hat sie unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind und uns Einblicke in Ihre Arbeit und in die lettische Gesellschaft gewähren. Herzlich willkommen, Frau Tomsone. Ich begrüße es dauert immer, bis der Übersetzer, bis die Übersetzerinnen nachkommen. Ja, außerdem herzlich willkommen, Melis Maripu. Herzlich willkommen nach Tallinn. Melis Maripu ist Historiker und Vorsitzender des Vorstands am Estnischen Institut für das historische Gedächtnis. Eine nichtstaatliche Einrichtung übrigens, die sie zur Geschichte und zu Folgen der Fremdherrschaft in Estland forscht und publiziert. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich entsprechend auf die Zeitgeschichte Estlands, hauptsächlich auf die Tätigkeit der deutschen als auch der sowjetischen Okkupationsmächte seit 1940. Er ist auch Teil der estnischen Delegation zur International Holocaust Remembrance Alliance. Herzlich willkommen, Melis Maripu. Schönen guten Abend. Genau, heute mein deutschsprachiger Kollege. Wir haben hier uns sprachlich aufgeteilt.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir haben Sie ja schon vor dieser Veranstaltung gebeten, uns Ihre Statements zu schicken zum Titel dieser Veranstaltung. Und ich beginne mit Ihnen, Frau Davolute. Sie schreiben uns nämlich, die litauischen Erfahrungen mit der nationalsozialistischen und der stalinistischen Diktatur lassen sich nicht trennen, da sie sich zeitlich und räumlich überschneiden. Dementsprechend betrifft die Hauptkontroverse über den Zweiten Weltkrieg die Frage der Kollaboration und insbesondere die Rolle, die bestimmte Mitglieder des antisowjetischen Widerstands als Nazi-Kollaborateure und Teilnehmer am Holocaust spielten. Frau Davolute, würden Sie also sagen, dass es eine Aufarbeitungskonkurrenz gibt in Litauen? Also in dem Sinn, dass die Auseinandersetzung mit Kollaboration zurückbleibt hinter Bemühungen, sich mit dem sowjetischen Erbe kritisch zu beschäftigen? Well, I would say that collaboration is. Nun, ich würde sagen, dass Kollaboration natürlich immer ein sehr heikles Thema ist, auch im litauischen Kontext. Die Kollaboration mit dem Besatzungsregime der Nazis ist tatsächlich etwas zurückgesetzt in der breiteren Reflexion der Gesellschaft. Und darin, wenn es darum geht, die unterschiedlichen Ebenen der Kollaboration zu erkennen. Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Im sowjetischen Kontext hatten wir natürlich unterschiedliche, sehr intensive Diskussionen über die Frage, was Kollaboration überhaupt ist. Sind denn Schriftsteller, Bildhauer und andere Mitglieder der kulturellen Intelligenz ja auch Kollaborateure gewesen? Diese Diskussion haben wir nicht in Bezug auf die Nazi-Zeit. Die Definition, dass das Ausmaß der Kollaboration und das Konzept der Kollaboration in diesem Konzept noch nicht fertig diskutiert ist, sieht man daran. Aber was die Konkurrenz angeht, wissen Sie, Konkurrenz ist auch gut, um die Vergangenheit Wahrnehmung zu schärfen in der Gesellschaft. Und ich glaube, diese Konkurrenz ist durchaus interessant, aber eigentlich nicht notwendig. Man versucht ja, die Geschichte als Ganzes zu reflektieren. Diese Gruppen und diese Sichtweisen gibt es in der litauischen Gesellschaft und natürlich sieht man auch manchmal Schwarz-Weiß-Wahrnehmungen. Manchmal möchte man tatsächlich die Komplexität der ganzen Angelegenheit nicht sehen und die unkomfortablen Fakten nicht sehen, aber zum Glück ändert sich das aktuell auch. Ein Beispiel für die Komplexität ist jetzt das Buch Die Unsrigen von Ruta Vanagaite, das sehr breit und kontrovers diskutiert wurde in der litauischen Gesellschaft. Sie setzt sich damit eben mit der Kollaboration von späteren Widerstandskämpfern also gegen das sowjetische Regime auseinander, vor allem mit Adolfas Ramanauskas. Was würden Sie sagen, hat dieses Buch, ist die Debatte in Litauen seitdem ja, differenzierter? Hat diese Debatte, trägt sie inzwischen Früchte, insofern als man diesen komplexeren Blick wagt und auch mit Ambivalenzen besser umgehen kann? Well, it's kind of a short period of time, that particular book. Das ist natürlich noch keine lange Zeit her. Das Buch wurde ja erst 2016 veröffentlicht und ich muss sagen, dass das zu einer Welle gehörte. Ich würde sagen, es geht hier um Erinnerungen an Postkollaborateure und das ist nur eins von mehreren Büchern zu diesem Thema. Es gab also tatsächlich eine Welle, das ist sehr interessant. Es erinnert ein wenig an das, was auch in Deutschland passiert ist mit der sogenannten Vaterlandsliteratur. Die zweite Generation, oder die Väterliteratur,
die zweite Generation, die versucht hat, die traumatische Vergangenheit aufzuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, dass ihre Eltern Täter oder Kollaborateure waren. Das begann bei uns 2015, und zwar in der Emigranten-Community. Ruth Emmanuel-Geithes Buch provozierte tatsächlich sehr interessante und intensive Debatten im litauischen Kontext. Und heute gibt es ähnliche Debatten über ein anderes Buch, das in den Vereinigten Staaten von Silvia Foti veröffentlicht wurde. Ich glaube, es ist ein Phänomen oder ein Versuch, die Geschichte der Täterschaft über einen sehr persönlichen Zugang zu erklären, über Familiengeschichte. Und ich glaube, das ist natürlich sehr unangenehm in unserem Kontext für viele Menschen. Ich glaube, wir sind nicht daran gewöhnt, uns mit Geschichte auf so eine persönliche Weise zu beschäftigen. Wir erzählen hier Insider-Geschichten, manchmal korrekt, manchmal nicht korrekt. Und das ist ein neues Phänomen in unserer Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Frau Tomsone hat sich jetzt hier schon gemeldet. Das kann ich mir vorstellen. Das Stichwort persönlicher Zugang ist sicher für Sie sehr interessant, Frau Tomsone. Wir werden das auch gleich anschließend alles vertiefen. Ich würde jetzt gerne Ihr Statement vortragen, Frau Tomsone. Nämlich, die entscheidende Frage beim Gedenken an den Zweiten Weltkrieg ist, wie man ein inklusives Erinnern schaffen kann, das auch die Erinnerungen der nationalen Minderheiten in Lettland umfasst. Es ist keine einfache Aufgabe, eine sinnvolle Debatte über sogenannte unwillkommene Erinnerungen, Erinnerungen an Kollaboration und Mitschuld zu führen, besonders in einer Gesellschaft, die sich eigentlich in der Opferrolle sieht. Frau Tomsone, um gleich anzuschließen an das, was auch Frau Davolute gesagt hat, inwiefern kann bei diesem inklusiven Erinnern oder integrierenden Erinnern denn dieser persönliche Zugang eine entscheidende Rolle spielen? Sie müssen noch... I'm waiting till the translation. Ich musste noch darauf warten, dass die Verdolmetschung fertig war. Also ich wollte einen Filmemacher, Julius Matulevicius, erwähnen. Vielleicht habe ich den jetzt auch nicht ganz richtig ausgesprochen. Er hat den Film Isaac gedreht. Da geht es um das Massaker in Kaunas. Und das war eins der blutigsten Ereignisse im Holocaust. Die lokale Bevölkerung nahm an einem Massaker in Kaunas teil und ein junger Filmemacher hat einen Film darüber gedreht, der auf Festivals gezeigt wurde. Also ich gehe ein bisschen weg von der Frage. Ich glaube, dass Theater und Film diese sehr großen Geschichten aufgreifen und sie in einer Weise darstellen, dass sie in der Lage sind, eine Lücke zu füllen zwischen dem, was professionelle Historiker tun und wir als Kulturschaffende oder die Gesellschaft im Allgemeinen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir diese Erinnerungen inklusiv gestalten können, da ist, glaube ich, eines der besten Beispiele die Literatur oder das Theater. Es gibt bei uns ein Theaterstück, French Grandfather. Da geht es um drei Großväter, die sich an den Zweiten Weltkrieg aus drei verschiedenen Perspektiven erinnern. Das macht die Geschichte persönlicher. Es zeigt Letten nicht nur als Opfer, sondern auch als Kollaborateure und Täter. Und ich glaube, das führt zu einer vielschichtigeren Diskussion, denn seit den 1990ern sprechen wir über dieses Thema
Und der Diskurs beinhaltete aber in erster Linie die Opferschaft der Letten, die Letten, die unter den stalinistischen Deportationen gelitten haben, unter dem Völkermord. Und es ist sehr schwer gewesen, auch die eigene Verantwortung aufzugreifen und darüber zu sprechen, dass es bei uns ja auch Täter gab in den unterschiedlichen Regimen. Was macht das mit einem, wie man daran teilgenommen hat, an diesen Zeiten? Das heißt, ich finde das sehr interessant. Und am 9. Mai, der war ja erst, da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Erinnerungen an das Kriegsende, müssen wir auch wiederholen, dass für die lettischen Juden eine Zeit war, als sie endlich ihre Verstecke verlassen konnten, die überlebt hatten bis dahin. Und für sehr viele Menschen, die sich versteckt haben in der Zeit des Nationalsozialismus, bedeutet das einen Moment der Freiheit. Und auch das müssen wir verstehen. Das heißt, es ist nicht nur der Beginn der zweiten Besatzung und der zweiten Diktatur. Die Erinnerungen sind also sehr divers. Wenn Sie so betonen, es ist nicht nur der Beginn der zweiten Besatzung, ist es denn so, also wenn man von einer Konkurrenz sprechen will, dass diese sowjetische Besatzung deutlich mehr im Gedächtnis ist oder deutlich mehr aufgearbeitet ist als die deutsche durch die Nationalsozialisten? Die sowjetische Besetzung war eine Art verbotenes Thema. Und ich glaube, wir haben die letzten 30 Jahre damit verbracht, darüber zu sprechen und über die stalinistische Besatzung zu sprechen und einen Weg zu finden, wie viele Menschen umgebracht wurden, wie man die Menschen verloren hat und warum die Menschen beispielsweise auch nicht wiederkommen konnten. Und das, was wir versucht haben, ist, dass wir für die lettischen Juden, die beispielsweise deportiert wurden 1941, das spielt wirklich eine ganz wichtige Rolle für ganz viele Menschen. Und trotz allem wurden natürlich auch viele Menschenleben gerettet. Aber die Frage ist ja, was kann man daraus machen? Das klingt vielleicht nicht so ganz richtig. Wie ist die Geschichte meiner Familie zum Beispiel? Mein Opa wurde deportiert und auch seine Familienmitglieder und einige sind wiedergekommen und einige haben wir leider nie wiedergesehen. Und das macht es natürlich stärker oder vielleicht gibt es, was es einfacher macht oder interessant ist, dass natürlich auch einige jüdische Familien zurückgekommen sind und dass es ihnen natürlich schlecht gab. Und es ist ganz schwer zu entscheiden, was wichtiger ist. Und ich glaube, dass es viel einfacher ist, vielleicht über das zu sprechen, was bis in die 1990er passiert ist. Ich erinnere mich natürlich daran und ich gedenke auch dieser Menschen und dieser Dinge, die da passiert sind. Aber es ist ganz schwierig, da eine Entscheidung zu treffen, was jetzt wichtiger ist, sozusagen. Ja, das ist eine perfekte Überleitung auch zu Melis Maripu, der genau das auch in einem Statement formuliert hat, nämlich gesagt hat, es gibt immer diesen Streit darüber, also wer hatte es besser oder welche der beiden Diktaturen war die bessere oder eben die schlimmere. Herr Maripu, ich weiche hier ein bisschen ab von meinem Skript, weil es einfach so gut anschließt. Sie haben in einem Statement gesagt, wenn zwei Diktaturen im Fokus stehen, sind die Betrachter versucht, die Frage zu beantworten, welche ist besser oder eben welche ist schlimmer gewesen, für wen. Herr Maripu, welche Frage sollten wir denn stattdessen stellen an die Geschichte? Ich als Historiker wollte man immer lieber forschen, was eine oder andere Diktatur gemacht hat und nicht unbedingt beurteilen, ob das schlimmer war oder besser, weil diese Frage, welche schlimmer oder welche besser ist, interessiert nach meiner Meinung mehr so eine, sag mal, Leser oder Journalisten, wer so eine
dass er spektakuläre versucht rauszufinden, weil Historiker müssen nicht unbedingt messen, ob das schlimmer war oder besser. Wir wollen das Grund rausfinden. Aber ist es nicht auch eine Frage, die nicht nur Journalisten zum Beispiel interessiert, sondern allgemein die Gesellschaft? Also weil es ja auch zur eigenen Rechtfertigung dient, womöglich, zur Rechtfertigung eigener Schuld. Ich würde sagen, dass die Leute wir zum Beispiel so eine eigene Erinnerung haben. Sie haben jedes als eigenes Wahrheit. Und da können die Historiker auch nichts tun mehr, weil die Leute wir dasselbe Erleben haben. Sie wissen das sozusagen, was besser war und was schlimmer war. Die jüngere Generationen, ich bin nicht sicher, ob die Historiker diese Leute sein müssen, wer diese Entscheidung betreffen. War eine besser oder war die andere schlimmer? Weil es ist so viele verschiedene Kategorien, was wir durchsehen müssen und was wir unbedingt messen dazu. Also welche Aufgabe sehen Sie für die Historiker? Also einfach die Fakten darzustellen, wenn ich sie richtig verstehe. Zur ersten Linie ja, weil ab und zu können wir sehen, dass die Leute lieben über die historischen Ereignisse reden. Aber wenn wir fragen, ob die Fakten auch bekannt sind, dann eigentlich wissen sie die Fakten überhaupt nicht. Aber die alle wollen reden darüber und etwas entscheiden. Und in diesem Sinn sehe ich, dass die Historiker zuerst die Fakten rausfinden müssen und diese Fakten auch zum Audience bekannt geben. Und dann können wir versuchen, unterscheiden, ob etwas schlimmer oder besser war als die andere. Aber das setzt natürlich auch einen freien Diskurs voraus. Es setzt natürlich auch freie Strukturen für die Wissenschaft voraus. Ich habe vorhin schon erwähnt, und das habe ich ganz bewusst, Ihr Institut ist zum Beispiel eine nichtstaatliche Einrichtung. Also wie frei sind Sie in Ihrer Forschung oder allgemein, wie stark mischt sich denn der estnische Staat in diese Frage der Aufarbeitung? Ja, ich habe die Erfahrung jetzt mehr als 20 Jahre in diesem Bereich als Forscher mitmachen. Und durch diese 20 Jahre habe ich eigentlich nie Gefühl gehabt, dass von Staat zu einer Pressung kommt, dass sie müssen jetzt diese oder diese forschen und mit den anderen Themen sich nicht beschäftigen. Wir haben bestimmt so eigene Forschungspläne gehabt und obwohl wir private Stiftung sind wir meistens durch die Staat finanziert geworden. So, Staat ist uns finanziert, aber eigentlich nie vorgeschrieben, was wir unbedingt forschen müssen. So, Ich kann meine eigene Erfahrung und ich würde glauben, dass auch meine Kollegen zustimmen, wir sind uns ganz frei gefunden in diesem Arbeit. Frau Davolute, es würde mich interessieren, wie Sie das bewerten, vor allem für Litauen. Also vielleicht nicht nur die Freiheit der Wissenschaft in dem Fall, sondern auch die Frage, wie stark mischt sich der Staat da, also wie politisch aufgeladen ist diese Debatte in Litauen heute? Also ja. Can you hear me well? Ja, können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Ich wollte gerne Folgendes anmerken. Als ich hier gerade zugehört habe, als ich Meles gerade zugehört habe, ich hoffe, ich darf sie Meles nennen. Ich habe gedacht, okay, das, was sozusagen Historiker tun, also diese Forschung, gerade auch in Bezug, also ich spreche natürlich über den litauischen Kontext. Es wurde ganz viel Forschung betrieben in den letzten Jahren, aber es muss immer noch sehr viel erforscht werden. Aber ich glaube, dass diese Transmission, dieser Übergang vielleicht auch der Resultate der Wissenschaft in die Gesellschaft übergehen muss, dass das auch
tatsächlich vonstatten gehen muss. Und die Frage ist natürlich, was Historiker tun. Natürlich führen Historiker ganz wunderbare Forschung und Recherche durch, aber es muss ja auch übertragen werden. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, und das ist ja auch die Frage, die Sie gestellt haben in Bezug auf das Buch, was 2016 veröffentlicht wurde. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie das Ganze in die Gesellschaft gebracht wurde. Und wenn wir jetzt über das Jahr 1989 und gerade über Transitional Justice sprechen, dann gab es auch die Kommission in Litauen, die sich mit den Nazi-Verbrechen beschäftigt hat und die sozusagen auf das Tableau gebracht wurde, genauso auch in Estland. Und es wurde sehr viel Forschung diesbezüglich betrieben und dann wurde dieses Buch, von dem ich sprach, 2016 veröffentlicht. Da gab es eine Art Boom sozusagen in Bezug auf dieses Thema, in Bezug auf Bücher, eine schier explodierende Debatte zu diesem Thema. Und das zeigt, oder die Frage ist, gab es davon nicht genug Publicity, gab es nicht genug Werbung dafür, warum wurde jetzt plötzlich so viel Forschung betrieben? Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht das Interesse der Gesellschaft, was gewachsen ist? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Aber ich glaube, dass wir das tatsächlich auch nachverfolgen müssen und darüber nachdenken müssen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da etwas gibt, was wir uns anschauen sollten, was wir weiter erforschen sollten. Glauben Sie, dass es vielleicht auch einfacher wird? Also Sie hatten vorhin ja das Beispiel genannt von Deutschland, diese Väterliteratur, die Auseinandersetzung mit den Vätern, dass es einfacher wird für die jüngeren Generationen, die eben die beiden Diktaturen nicht mehr erlebt haben, selber sich mit diesem Erbe auseinanderzusetzen? Also dass es weniger emotional ist, weniger aufgeladen? That's also a very good question. Das ist auch eine wirklich in der Tat sehr gute Frage. Um das Ganze beantworten zu können, glaube ich, oder sich damit auseinanderzusetzen, muss man wissen, was denn passiert ist. Was ist in der Generation passiert? Und ich arbeite mit Studentinnen zusammen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es einen größeren Willen und auch ein größeres Interesse gibt, tatsächlich auch in die Geschichte einzutauchen, mehr zu wissen, mehr Fragen zu stellen. Und das stelle ich fest. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht eine Emotionalität liegt, dass vielleicht emotionaler investiert sind. Ich weiß es nicht. Oder dass vielleicht die Studentinnen offener sind, weil sie an einer Universität studieren und national gesehen oder international auch interessiert sind. Ich weiß es nicht, weil es vielleicht interessante Aspekte gibt. Aber das ist überall in Litauen der Fall, oder ob es überall der Fall ist, das kann ich nicht sagen. Aber wie ich bereits anmerkte, ist es natürlich schade, wenn die Vergangenheit, wenn diese manipuliert wird oder wenn es manipulative sozusagen Geschichtspolitiken gibt, und zwar bewusst, um das Ganze zu konterkarieren. Und das ist und verschiedene Narrative zu schaffen und herauszukristallisieren und so Gruppen zu verdichten sozusagen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlimme Taktik. Und ich hoffe, dass das nicht mehr passiert oder dass wir wissen, was passiert. Und in Bezug auf den Mainstream sozusagen sehe ich, dass es Fortschritte gibt und dass die Debatte auch offener wird und die Diskussion auch. Also das ist das, was ich sozusagen aus meinem Kontext berichten kann. Hier kommt gerade eine Frage aus dem Publikum, die wahrscheinlich auf das, was Sie sagten, zur Manipulation auch anspielt. Welches Geschichtsbild propagierte die Sowjetunion in Litauen nach dem Zweiten Weltkrieg? Hat das noch heute Einfluss auf die litauische Erinnerungskultur? Also wenn ich ergänzen darf, diese Frage aufgreifend aus dem Publikum. Wir wissen ja, dass auch zur Sowjetzeit wurde sich natürlich auseinandergesetzt mit Kollaboration mit den Nazis und so weiter. Aber natürlich wurde das alles sehr propagandistisch genutzt. Und die spätere Propaganda könnte man ja auch als eine Gegenpropaganda darauf verstehen. Wie kommt man da wieder raus aus so einer Spirale? Very simple. We depropagandized. Das ist ganz einfach. Wir haben die Geschichte propagandisiert sozusagen und haben uns auf Forschung verlassen, national und transnational. Also man hat das Ganze depropagandisiert sozusagen. Man hat keine Propaganda mehr draus gemacht. Und
Es gibt natürlich Dokumentationen beispielsweise aus der, oder Dokumentarfilme auch aus der Sowjetzeit, und da gibt es beispielsweise Filme über die verschiedenen Gerichtsurteile und auch die, die Täter, die vor Gericht gekommen sind, und es geht immer, es ist immer das Gleiche, das große Narrativ. Es gibt einige Fakten und einige waren wahr, andere nicht. Einige hat man sich ausgedacht, man weiß das Ganze gar nicht. Es wird riesig gemacht, es wird zu einem riesigen Narrativ aufgeblasen, und die Frage ist dann, ist das Propaganda? Wer möchte natürlich gerne in dieser Propaganda bleiben und vielleicht auch in diesem Propagandarahmen sozusagen? Und mein Kollege sagte das ja auch schon, man muss wirklich professionell sein, man muss offen sein, man muss offene Wissenschaft betreiben, man muss ehrlich sein. Und die Frage ist natürlich, wie man das Ganze machen kann. Und das ist, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Ja, wie kann man das machen, Frau Thompsone? Sie machen es ja zum Beispiel in Ihrer Gedenkstätte. Es ist eine Aufgabe von Ihnen, diese Geschichte zu vermitteln. Wie machen Sie das? Wie versuchen Sie das? Mit Hilfe von offenen Diskussionen zum Beispiel. Wir haben tatsächlich Veranstaltungen, als es Diskussionen bei uns gab, manchmal zur Frage der Daugava-Warnagis, gab es hier Diskussionen, da ist unser Museum aus allen Nähten geplatzt. Wissen Sie, es ging um die Frage von Faschisten, von nationalistischen Gruppen, und wir haben Menschen, die sich dafür einfach nur interessieren und die glauben, das sind Geschichten, die sind einfach toll und die will man gerne hören. Also wir haben hier Diskussionen und laden Menschen ein zu uns, um Diskussionen zu führen. Es gab Veranstaltungen auf Russisch und auch da kamen viele Leute, das war sehr interessant. Die Diskussion zum Buch von Vanagis war eine Diskussion, in der ich mich fühlte wie in einer Löwenhöhle. Alle wollten gleichzeitig sprechen. Aber wenn man den Menschen tatsächlich eine Plattform gibt, auch Menschen, die manchmal sehr brutale Dinge sagen, dann ist das trotzdem sehr interessant. Manche Statements sind eben Statements nicht von Historikern, sondern von Journalisten. Wir hatten bei dieser einen Veranstaltung drei Historiker, einer von ihnen war Jude, und versuchte zu erklären, wie die Geschichte aus seiner Sicht aussah und warum es nicht korrekt ist, aus seiner Sicht die Dinge zu generalisieren, zum Beispiel die Frage nach der Kollaboration, aber auch die Frage, dass wir über Kollaboration in der Zeit des Nazi-Regimes durchaus sprechen und dass unser Fehler wahrscheinlich derselbe ist, dass wir nämlich Tausende von Menschen in den deutschen Einheiten hatten und die irgendwie geholfen haben, irgendwie teilgenommen haben und das heute natürlich nicht mehr so wahrgenommen wird. Wir führen also sehr viele Diskussionen, wir sprechen auf Lettisch, auf Russisch, auch auf Englisch, wenn wir internationale Gäste haben, und das diversifiziert die Wahrnehmung. Wir haben auch pädagogische Programme auf Lettisch und auf Russisch. Wenn wir mit der jüdischen Community arbeiten, glauben wir, es wäre ja unfair, sie nicht mit einzubeziehen. Es geht ja bei uns in unserer Gedenkstätte um die Rettung von Juden. Und wir wollen aber auch diese Geschichte nicht nur einseitig erzählen. Wir hatten etwa 400 Personen in Lettland, die Juden gerettet haben, und wollen aber auch bei diesen Personen die Frage der Kollaboration nicht außen vor lassen und zum Beispiel auch die Frage stellen, warum diese Juden gerettet wurden. Das heißt, solche Geschichten versuchen wir mit Hilfe von Kinderbüchern zu erzählen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit Kinderbuchautorinnen und Autoren. Wir arbeiten mit Filmschaffenden zusammen. Zum Beispiel gibt es auch einen wunderbaren Film über Janis Liebke, der in Lettland gezeigt wurde. Es gibt einen Film über Rumbula. In Rumbula fand das größte Massaker gegen die jüdische Bevölkerung in Lettland statt. Und
Wir versuchen also mit unterschiedlichen Medien zu arbeiten. Und verstehe ich Sie richtig, weil das würde hier sehr gut an eine Publikumsfrage an Sie anschließen, dass Sie auch versuchen, über solche Formate die jüngere Generation zu erreichen? Also das ist ja eine Frage. Erreichen Sie auch die jüngere Generation? Und wie ist deren Haltung zum Nationalsozialismus und zur sowjetischen Zeit? In lettischen Schulen wird die Zeit der nationalsozialistischen Besatzung unterrichtet und auch der Holocaust. Das wird zweimal unterrichtet, in der 9. und in der 12. Klasse. Und wenn wir Schülerinnen haben, die dazwischen sind, dann müssen wir irgendwie immer wieder von vorne anfangen. Wer waren eigentlich die Juden? Wie war das in der Zeit der Besatzung? Sowohl von der Sowjetunion als auch der Nationalsozialisten. Wer wurde gerettet? Wer hat gerettet? Wir arbeiten, wie gesagt, mit Kinderbuchautoren zusammen. Das hilft uns sehr. Wir arbeiten mit visuellen Medien, zum Beispiel mit Postkarten und Orientierungsspielen und allen möglichen Arten, um junge Menschen zu involvieren, damit sie auch selbst forschen können. Und natürlich diskutieren wir viel. Wie gesagt, man darf jede Frage stellen, auch dumme Fragen. Und wir hatten zum Beispiel eine russische Klasse hier im Rahmen eines pädagogischen Programms. Man kann bei uns mit allen Fragen kommen, man kann alle Fragen stellen und wir versuchen, sie zu beantworten. Ich glaube, das ist ein sehr gesunder Ansatz. Das löst nicht das Problem, dass die Erinnerung sehr unterschiedlich ist, dass in russischen Familien in Lettland anders erinnert wird als in lettischen Familien. Aber wir versuchen, die Welt so zu zeigen, wie sie ist, nämlich sehr kompliziert, und dass wir sie nicht vereinfachen sollten. Ein tolles litauisches Beispiel ist ja, wie man diese Geschichten über die Deportationen und die sowjetische Zeit Kindern erzählen kann. Da wurde nämlich erst kürzlich ein Buch veröffentlicht, Siberian Haiku von Jurka Wille. Das ist ins Englische und ins Lettische übersetzt. Wir haben kein solches Buch über Deportationen, aber das ist ein sehr gutes Buch. Das ist ein sehr humorvolles und menschliches und warmes Buch. Ich glaube, es ist nichts, was ich gern lesen möchte, weil man weint sich die Augen aus, aber es ist wirklich ein tolles Buch und es gibt eine tolle Sichtweise. Es ist eigentlich ein bisschen wie ein Comic, es ist ein Kunstwerk, aber sehr, sehr mächtig. Und das zeigt einfach die Grauen der Deportationen, aber auch die Möglichkeiten, wie man das überleben konnte. Sie betonen immer wieder sehr stark eben auch die Bedeutung von Kultur, die Kulturvermittlung, also Vermittlung über Kultur, über Bücher, über Kunst, über Filme an eine jüngere Generation. We do also at the Freedom Monument for the beim Freiheitsdenkmal treffen wir uns immer am 30. November. Da führen wir auch Gedenkveranstaltungen für die ermordeten Juden beim Rumbula-Massaker durch. Und da kommen auch viele junge Menschen und legen dort Kerzen ab oder stellen Kerzen auf. Und da versuchen wir zu zeigen, dass die lettischen Juden auch Teile unserer Gesellschaft waren und dass sie mit euren Großeltern in eine Schule gegangen sind, um ihnen einfach zu zeigen, dass das nichts ist, was irgendwie getrennt von ihrem Leben ablief. Also das ist nichts, was in eine andere Schublade gehört. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier uns nur mit der sowjetischen Besatzung beschäftigen und nicht mit der jüdischen Geschichte. Ja, also und dann gibt es so einen national-ethnischen Ansatz, ja, in so einen integrierenden eben. Ich habe da eine Publikumsfrage, die hier anspricht. Melis Maribu aber geht, nämlich eben die Frage danach, wie die jüngere Generation in Estland mit dem historischen Erbe der beiden Diktaturen umgeht. Sind die Vergangenheiten ein Thema in den Familien? Und wir haben jetzt gerade gehört, es werden
in Lettland ganz unterschiedliche Geschichten erzählt, in lettischen oder auch in russischen Familien. Vielleicht können Sie darauf eingehen, Herr Maripu, wie das in Estland ist. Ich würde sagen, dass die allgemeine Situation in Estland ziemlich ähnlich ist wie in Lettland natürlich, weil die Situationen in Estland und Lettland während der deutschen Okkupationszeit oder der sowjetischen Zeit sind nicht die gleiche gewesen, aber die Unterschiede sind nicht so groß gewesen. Und auch die Situation in Estland und Lettland, in Lettland, wenn wir denken über den russischsprachigen Anteil in unserer Bevölkerung, sind auch vergleichsweise. Die jüngere Generation heutzutage ist vielleicht nicht so interessiert mehr über die historischen Fragen, wie es war, sag mal, 15, 20 Jahre zurück vielleicht. Wenn ich denke zurück in den Anfang unserer Wiederherstellung der Unabhängigkeit in den 90er Jahren, dann sind die jüngeren Leute sehr interessiert gewesen. Sie versuchten alles zu lesen, was rauskam. Und es sind alles sehr solche ernste Themen in Familien gewesen, weil in der Sowjetzeit wurde es meistens nicht sehr viel über die früheren Ereignisse in Familien gesprochen. Manchmal schon, aber nicht, meistens vielleicht nicht so sehr. Und dann nach dem Wende, wenn die Leute sich mehr frei fühlten, dann erzählten sie auch die Großeltern, diese Geschichte zum Enkeln. Und es war so ein natürlicher Anteil von Alltag, über die Geschichte zu reden. Aber wenn ich jetzt sehe, mit was junge Leute sich beschäftigen, dann Geschichte bleibt so schon mehr im Hintergrund. Aber wenn unsere Kollegen auch für die Schulkinder spezielle Programme vorbereiten und sie einladen, dann natürlich sind auch die jungen Leute interessiert. Und sie schauen das mit großem Interesse an und wollen zu verschiedenen Programmen teilnehmen, so wie im Lettland schon wurde erzählt, was Museum vornimmt mit Schulgehen da. Mhm. So. Und Sie sprechen gerade schon Programme an für Schulkinder. Das fände ich auch eine interessante Frage. Wie vermitteln Sie denn Ihr Wissen, dass Sie als Historiker so objektiv, so unvoreingenommen wie möglich ansammeln, erforschen an die Gesellschaft weiter? Das ist eine schwierige Frage, weil ab und zu ist das Gefühl, dass diese Arbeit, was Historiker tun, ganz separat irgendwo steht und die meisten Leute darüber überhaupt nicht wissen. Weil in Zeitungen oder im TV wird gesprochen über die Geschichte, dass was Journalisten in Google oder in Wikipedia finden und die Historiker können schreiben, was sie wollen. Das geht überhaupt nicht an. Aber und dann sind wir natürlich sehr pessimistisch, aber trotzdem versuchen wir auch mit einfachen Worten diese jungen Leute irgendwie rangehen und natürlich solche persönliche Geschichten über die Familiengeschichte ist so ein Mittel, wie junge Leute das Kontakt mit Geschichte vielleicht finden. Und aber Sie haben ja schon gesprochen über Schulprogramme, die Sie haben. Es ist ja auch ein Museum im Entstehen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Also sind das dann Wege, die Sie suchen, um Ihr Wissen in die Gesellschaft zu tragen? Oder welche Formate finden Sie da sonst noch? Arbeiten Sie zum Beispiel mit Gedenkstätten zusammen? Oder? Das ist Wege, was wir suchen. Die Museen, was Sie andeuten, es ist gerade jetzt geöffnet als so eine
provisorische Museum oder Pop-up-Museum für ein paar Jahre, weil die Gebäude, das ehemalige Zentralgefängnis in Tallinn, gerade im Bauzustand ist und wird renoviert. Dass wir hoffen, unser eigentliches Museum öffnen vielleicht im Jahr 2026. Und jetzt im nächsten Sommer werden wir noch geöffnet sein. Aber was unser Problem gerade jetzt ist, dieses riesige Gebäude ist nicht geheizt. Und wir sind geöffnet nur ab Mai bis Ende September. Und das bedeutet, dass für die Schulkinder ist das meistens eine Ferienzeit. Und wir können mit Schulkindern nicht sehr aktiv arbeiten zurzeit. Und wir erwarten sehr die Zeit, wenn unser Museum renoviert wird. Und wir können normalerweise durch die ganze Wintersaison auch arbeiten und die jungen Leute da einladen. Ja, wir sprechen gerade schon darüber, wie man heute die Geschichte vermittelt. Hier kommt nochmal eine Zuschauerfrage, die uns nochmal zurückbringt in das Jahr 89 und die Folgejahre und die danach fragt, wie eigentlich die Ereignisse damals den Umgang mit dem Unrecht, das in sowjetischer Zeit begangen wurde, beeinflusste. Ich lese mal die ganze Frage vor und ich würde sie gerne als erstes an Sie stellen, Frau Davalute. In Litauen und Lettland verlief die Unabhängigkeitsbewegung im Kampf gegen sowjetische Panzer und Truppen, in Estland hingegen friedlich und unblutig. Hatte dies Folgen für den Umgang mit dem Unrecht, das in der sowjetischen Zeit begangen wurde? You mean this particular? Sie meinen also diese bestimmten, also dieser letzte Widerstand sozusagen, dieser Widerstand gegen die sowjetischen Panzer, also meinen Sie dieses eine Event, diese eine Veranstaltung oder dieses eine Ereignis? Ich verstehe die Publikumsfrage so, aber ich denke insgesamt, der Umstand, dass eben es viel blutiger zuging in Litauen und Lettland, viel schwieriger als in Estland. Right. I think these events are certainly. Ich glaube, dass diese Ereignisse ganz klar Teil dieser post-sowjetischen Zeit und auch der litauischen Erinnerung und Identität sind, ganz klar. Und natürlich gibt es auch öffentliche Ereignisse, die gefeiert werden. Aber ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig interpretiere, aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie die antisowjetischen oder der antisowjetische Diskurs oder auch die Ereignisse das Ganze, also der Protest gegen die stalinistische Bewegung, wie das Ganze die post-sowjetische kollektive Identität beeinflusst haben. Also so verstehe ich die Frage. Und das, was ich dazu sagen kann, ist, dass Stiftungen zum Beispiel oder dass es neue, also es wurden sozusagen der Grundstein einer neuen Geschichtsinterpretation gelegt während dieser Ereignisse. Es gab natürlich Unterdrückung durch die sowjetische Besatzung, die Litauer haben gelitten. Und ich glaube, dass das natürlich auch der Grundstein war für ganz wichtige Forschungsinstitutionen. Institute zum Beispiel, die sich mit dem Genozid oder auch mit der Zeit beschäftigt haben. Und es gibt eine Initiative, die beispielsweise Geschichten und Dokumente sammelt, Zeugenaussagen aus ganz vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen beispielsweise auch in Bezug auf die Repression. Und das hat die Grundlage dafür gelegt und hat auch dieses Narrativ sozusagen konsolidiert oder auch verdichtet, auch in Bezug auf das, was passiert ist während dieser Zeit, auch in Bezug auf einige Teile, in Bezug auf die Vergangenheit, also wie man das Ganze reflektiert, was war mit dem Holocaust, wie wird über den Holocaust gesprochen. Und ich glaube, auch hier hat das dazu geführt, dass diese internationale Kommission, diese Transitional Justice Kommission,
etabliert wurde, dann gibt es beispielsweise auch verschiedene Forschungsmöglichkeiten mit auf internationaler Ebene. Und ich glaube auch, dass das das Ganze auch beeinflusst hat. Aber nun ist die Frage oder unsere Aufgabe ist, wie wir also diese nationale, vielleicht auch diese ethnozentrische Vision zusammenzubringen und einen größeren Blick darauf zu werfen oder eine größere Vision zu schaffen und auch mehrere Bevölkerungsgruppen zu inkludieren, beispielsweise Juden oder auch andere, also ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die verschiedenen ethnischen Gruppen hier tatsächlich auch Teil des Ganzen werden. Und in Bezug auf diese Barrikaden, von denen Sie sprechen, ich erinnere mich nicht daran, das war, glaube ich, 1991, als wir in Riga da zu den Barrikaden gegangen sind in der Altstadt. Und dann wurde beispielsweise Tee ausgeschenkt. Und für uns, also ich erinnere mich daran, das war für uns ein Abenteuer. An andere Dinge erinnere ich mich nicht. Aber nur die Eltern und Großeltern haben tatsächlich auch verstanden, warum das Ganze so war. Und die haben sich daran erinnert, wie es war, von Panzern schier überrollt zu werden. Und für uns oder für mich, für meine Generation, war das etwas ganz Aufregendes und es war auch irgendwie patriotisch. Und wir als Kinder haben gesagt, wir Kinder sind da und wenn Kinder da sein werden, dann werden die Panzer uns nicht überfahren. Aber das war meine große Überraschung, nachdem ich in Israel gelebt habe, dass ich herausgefunden habe, dass diese Art von Barrikaden oder dieser Protest gefeiert wurde und dass im Kindergarten und in den Schulen, dass das Ganze gefeiert wird. Und wenn man dann dabei ist, dann wird das Teil der Erinnerung und es wird auch Teil schon der Erinnerung der Kinder und auch wie wir Letten unsere Unabhängigkeit verteidigen und wie wir uns gegen die sowjetischen Kräfte durchgesetzt haben. Und wir feiern auch dieses Jahr oder begehen auch dieses Jahr wieder diesen Erinnerungstag. Und es wurden auch einige Menschen umgebracht oder sind gestorben während dieser Proteste in der Altstadt hier in Riga. Und es hat uns viel bedeutet, diesen Tag gemeinsam zu begehen. Und natürlich auch, wenn wir uns mitten in der Corona-Pandemie befinden, gab es trotzdem Filme, die beispielsweise gezeigt wurden und auch Feierlichkeiten. Es gab Musik und Menschen haben ihre Geschichte erzählt und haben aus ihrer Erinnerung erzählt, was passiert ist. Und für mich war es ganz überraschend, dass diese Feierlichkeiten, in Anführungszeichen, sozusagen 2 Wochen lang gedauert haben und auch neben dem Parlamentsgebäude zum Beispiel. Und dort mussten alle Parlamentarier sozusagen nach unten und dann wieder hochgehen. Also da waren diese großen Trucks, die dort standen, vor dem Regierungsgebäude. Und so sind dann beispielsweise einige Regierungsbeamte, dann mussten sozusagen da durch und die haben gesagt, ja gut, das war jetzt einfach so. Am Anfang war es komisch, irgendwie sich da durch drängeln zu müssen, aber schlussendlich war das in Ordnung. Und das ist, glaube ich, etwas, was das ist vielleicht einfacher, diesen Teil der Geschichte zu vermitteln, also diesen Teil des Widerstands gegen das sowjetische gegen die sowjetische Regierung oder die Besatzung. Und vielleicht ist es auch einfacher, das Ganze, also darüber zu sprechen, ne? Weil man kein Opfer war. Wir waren nicht in der Opferrolle, sondern wir waren hier die Helden sozusagen dieser Geschichte. Hier schließt sich eine Publikumsfrage an. Ich stelle die an Sie beide, weil sie zu Ihnen beiden passt, zu dem, was Sie beide erzählt haben. Daran anschließend an das, was Sie sagten, bedeutet es, dass es im Moment noch nicht so ist, dass verschiedene Ethnien sich dieser Vergangenheit gemeinsam widmen? Konkret, wie ist das heutige Verhältnis der russischen und der baltischen Bevölkerungsteile? Wird da über die Vergangenheit gesprochen? Das ist natürlich auch eine Frage, die auch für Estland sehr interessant ist, mit auch einer ebenfalls großen russischen Minderheit. Aber Frau Samsone, ich frage Sie zuerst, Frau Davolute dann, an die die Frage gerichtet war, und Herr Maripu. In Russian schools, they are under kind of similar. In den russischsprachigen Schulen ist es so, dass sie ein sehr ähnliches Programm haben, ein ähnliches Lehrplan sozusagen.
Aber in Bezug auf die Forschung, in Bezug auf das Wissen über den Zweiten Weltkrieg, ist es so, dass die russischsprachigen Schulen tatsächlich sogar besser abgeschnitten haben, dass sie mehr wussten über diese Zeit. Denn dass sie, also die, der Geschichtsunterricht, der in der Schule stattfindet, ist eine Sache, aber es findet natürlich auch eine Art privater Schulunterricht statt, nämlich zu Hause mit den Großeltern, und man sieht verschiedene Winkel der Geschichte. Aber konkret die Ereignisse 91, ich glaube, darauf bezog sich diese Frage, wenn ich es richtig verstehe. Ja, that would be complicated. Ja, das ist relativ kompliziert. Die Frage ist natürlich, auf welcher Seite der Barrikade man war, sozusagen. Also war man an der russischen Front, sozusagen auf der russischen Seite, oder auf der lettischen? Und dann gab es aber natürlich auch die Russen, die das kommunistische Regime unterstützt haben. Aber ich glaube, das ist vielleicht schon zwei Generationen, die sich damit beschäftigen. Oder es liegt schon zwei Generationen hinter uns. Die Frage ist ja nun, wo die neue Generation steht. Also was ist mit ihrer Meinung? Was finden sie gut? Sie finden das toll. Sie lieben diese Hipster-Kultur. Und dann gibt es die Putin-Refugees. Wir nennen das so. Also intelligente Menschen, schlaue Menschen, die aus Russland geflohen sind beispielsweise. Und da gibt es so eine Art Melting Pot, also eine Art Vermischung von ganz vielen verschiedenen Strömungen. Und ich glaube, es ist relativ, oder es wäre anders, wenn man sich die Generation angucken würde. Also wie reagiert die eine Generation auf das, was passiert ist, beispielsweise das, was in der Vergangenheit passiert ist, was ist mit denjenigen, die gezwungen wurden, Lettisch zu lernen, aber eigentlich wollten sie dies nicht, sie wollten lieber Russisch sprechen, wie sieht es aus mit dem nationalen Narrativ? Und ich glaube, dass das ganz interessant ist, wenn man über junge Menschen spricht, dann ist das natürlich ganz unterschiedlich, ganz, ganz verschieden. Also wenn man beispielsweise, wenn ich mit manchen jungen Russen spreche oder Russischsprachigen spreche, dann lachen sie über die Kultur, denn leben sie über Russland. Also sie sind jetzt keine Russen in Russland zum Beispiel, sondern sie sprechen halt Russisch. Also hier sind sie irgendwie Russen bei uns, aber eigentlich sind sie gar keine Russen in Russland, werden sie gar nicht als Russen angesehen. Das ist ganz interessant. Es gibt also verschiedene Landschaften, verschiedene Umgebungen, und ich glaube, es gibt nicht diese eine Story, von der jemand spricht, aber ich glaube, es gibt nicht diese eine Unabhängigkeitsstory sozusagen in Lettland, aber das ist Teil dieses Landes, natürlich, ganz klar. Frau Davolute, wie ist das in Litauen? Oh, it is a very good and a very, very complex question. Es ist eine sehr gute und sehr komplexe Frage, und ich glaube, ich kann das gar nicht genau sagen. Ich weiß gar nicht genau, wie die Erinnerung in diesen Familien funktioniert, also was sie fühlen und was sie denken. Oder ich weiß es jedenfalls nicht, weil es auch nicht meinen Forschungsbereich betrifft. Also das ist hier pure Spekulation, aber ich bin einverstanden, dass es natürlich Generationsverschiebungen gibt, also dass es Veränderungen in den Generationen gibt, dass neue Generationen nachkommen und dass natürlich die Erinnerung der Großelterngeneration oder der neueren Generation, der Elterngeneration, dieser Hipster-Generation ganz unterschiedlich ist, ganz klar. Ich glaube, das ist eine ganz komplexe Frage, aber das, was ich sagen möchte, ist, dass es da Forschungslücken gibt, ganz klar, dass dazu Forschung betrieben werden sollte. Und das hat mich daran erinnert, dass ich glaube, vor einer Woche einen ganz interessanten Artikel von Felix Krawatschik, ist ein deutscher Wissenschaftler, gelesen habe. Und es war eine komparative Studie in Bezug auf die deutsche Jugend, also nicht die deutsche Jugend, sondern belarussische Jugend und die lettische Jugend, wie die beispielsweise das Thema der Kollaboration sehen. Und das war ganz interessant beschrieben in diesem Artikel. Zum Beispiel ist es so, dass die Jugend in Lettland die Geschichte auf eine weniger reflektierte Art und Weise sieht und sagt, na ja, wir wischen das jetzt mal weg, Kollaboration, das war nicht so wichtig. Und die weißrussische Jugend hingegen hat
sich deutlich mehr darauf konzentriert und deutlich mehr damit auseinandergesetzt, auf eine tiefere Art und Weise. Also das ist jetzt relativ einfach dargestellt. Aber dieser Forschungseinblick war ganz interessant, wie ich finde. Und ich denke, dass wir gar nicht sagen können, dass wir diesen Generationenwechsel so gut kennen oder dass wir wissen, wie die Attitüde, wie die Meinung der verschiedenen, die Ansichten der verschiedenen Generationen sind. Also es tut mir leid, dass ich hier keine schwarz-weiße, keine gute Frage geben kann darauf. Ja, also die Unterschiede, die sich eben nicht nur irgendwie ethnisch widerspiegeln, sondern auch innerhalb der Generationen. Herr Maripu, wie ist das in Estland? Absolut. Können Sie Ähnliches feststellen? Ja, muss ich sagen, dass statistisch weiß ich das bestimmt nicht. Also statistisch gesehen weiß ich das nicht. Ich kann das jetzt nicht belegen. Aber meine persönliche Meinung oder mein persönliches Gefühl sagt mir, dass die neueren, die jüngeren Generationen, die vielleicht 20 sind oder jünger, sehr und sie können solche Gedenktage feiern auch zusammen mit der estnischsprachigen Gesellschaft teil, aber die früheren Generationen, die Leute in meinem Alter, würde ich nicht so glauben. Aber ich solche Leute in diesen Gedenktagen nicht um mich um zu spazieren sehen, würde ich nicht sehr glauben. Aber muss ich sagen, niemand weiß oder führt solche Statistik wahrscheinlich, das ist sehr schwer zu sagen. Also ein Forschungsdesiderat noch in allen Ländern. Hier gibt es noch eine Publikumsfrage an Sie, Herr Maripu, nämlich eine Frage zum Thema Konkurrenz. Gibt es auch Konkurrenzen zwischen regionalen, nationalen Erinnerungen und gesamteuropäischen oder westeuropäischen Narrativen? Ja und nein, muss ich sagen. Wenn wir denken, dass der westeuropäische Narrativ ist, dass Holocaust als sein also zentrale Ereignis und seine Erbsünde ist und das ganze unsere gemeinsame historische Narrativ um diese historische Ereignis gesammelt ist oder sein muss, dann bestimmt eine estnischsprachige Gemeinschaft im Estland sind nicht unbedingt in der gleichen Meinung. Und sie fühlen, dass die Geschichte, was gerade im Estland gelaufen ist, die andere Diktatur, was 50 Jahre lang im Estland geherrscht hat und zehntausende Leute auch repressiert hat im Estland, für diese Familien sehr mehr nahesteht als Holocaust. Das bestimmt, niemand kann sagen, dass Holocaust nicht so ein weltweit bekannter Verbrecher ist. Und wir alle darüber wissen müssen und das auch in Schulen lernen. Aber innerhalb der Estland oder innerhalb einer Gemeinschaft, wo wir auch eine eigene Geschichte haben, dann versteht nicht viele Leute, dass die Schwerpunkt zum Beispiel in dieser, transnationale Geschichte sein muss. Die Leute wollen doch über eigene Geschichte mehr wissen und wollen unsere eigene Geschichte mehr wichtig halten. Warum müssen wir über solche Graueltaten lernen durch das Holocaust, wenn wir können auch über eigene Geschichte auch reden und auch lernen, wie es bei einer anderen Diktatur gelaufen ist, was für uns sehr viel nahesteht. Mhm. Frau Tomsone, Sie melden sich sofort. Kennen Sie ähnliche Fragen und Debatten aus Lettland? I wanted to mention debate when, ja, es gibt eine Debatte. Da haben wir per Zoom teilgenommen.
mit russischsprachigen Jugendlichen. Das war aber eine Diskussion auf Lettisch. Es ging um Lettland. Sie fühlten sich auch als Teil von Lettland. Und wir führen sehr viel Forschung durch darüber, wie sich die Meinung in Bezug auf die Unabhängigkeit und den Zweiten Weltkrieg und die Erinnerung daran ändert. Da gibt es also sehr viel Forschung zu diesem Thema im Moment. Aber was ich zu den jungen Leuten sagen wollte, ist, dass es wirklich eine Frage gibt, die sie wirklich nervt, nämlich fühlt ihr euch eher als Letten oder als Russen? Das geht denen wirklich auf die Nerven. Und es geht nicht nur darum, was sie für eine Geschichte haben, sondern auch, wie sie sich wahrnehmen. Und sie fühlen sich genauso wie andere Letten. Und das ist die gleiche Frage wie überall in Europa. Ist man eher progressiv oder eher konservativ in seinen Ansichten? Unterstützt man die LGBT-Communities? Wie groß ist der Anteil von Juden, Russen, Polen und so weiter in deiner Familie? Davon gibt es ja unheimlich viele Familien, die sehr gemischt sind. Und wie gesagt, das ist eine komplizierte Frage. Aber diese Menschen bestehen aus unterschiedlichen Identitäten. Aber Herr Maripu hat ja jetzt erzählt, dass eben viele Esten den Holocaust eben gerade nicht als Teil der eigenen nationalen estnischen Geschichte begreifen. Wie ist das in Lettland? I think that was a part of the issue. Ich glaube, das war Teil der Frage. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren gab es eine radikale Veränderung der Wahrnehmung. Nicht nur, weil es jetzt mehr Dokumentarfilme gibt über lettische Juden und nicht nur in Riga, sondern auch im westlichen Teil von Lettland. Es gab auch Veröffentlichungen zu berühmten jüdisch-lettischen Politikern, Musikern. Der Mann, der die Verfassung von Lettland geschrieben hat, zum Beispiel, oder auch die Helden des Revival der sowjetischen Zeit, war ein Jude. Und ich glaube, das ist ein Teil unserer Geschichte. So wird es auch wahrgenommen. Diese ganzen Dokumentarfilme, die im Fernsehen laufen, das führt immer dazu, dass es Beschwerdebriefe gibt. Wie könnt ihr es wagen, zu sagen, dass die Letten an der Verfolgung teilgenommen haben? Zum Beispiel, das sind ganz typische Reaktionen. In Sismaka ist es eine sehr kleine Stadt, war das so, dass es dort sehr viele Kollaborateure gab, dass Menschen getötet und gefoltert wurden, Juden unter der lokalen Bevölkerung. Und die Menschen haben ihre Familiennamen wiedererkannt in der Dokumentation. Und wenn der eigene, die eigene Stadt, die eigenen Nachbarn auf einmal aufgedeckt werden, und wenn man feststellt, dass sie Teil waren dieser Demütigungen, dieser Verbrechen, dann ist das sehr persönlich, es geht einem sehr nahe und das ist immer eine sehr zweischneidige Sache. Auf der einen Seite zeigt man natürlich auch bewusst, dass die lokale Bevölkerung teilgenommen hat, aber die Reaktionen der Menschen sind eben sehr unterschiedlich. Sie akzeptieren das nicht, sie glauben auch, dass die Geschichte zum Teil gefälscht wurde. Und ja, darum gibt es Diskussionen. Ich glaube, das gehört zu einer gesunden Gesellschaft dazu. Und es gibt auch Menschen, die natürlich immer sagen werden, die Juden sind Kommunisten und das ist uns doch egal, aber das ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Mhm. Frau Davolute, ja. Well, I think this is a huge problem. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Erstmal geht es hier um fehlendes Wissen. Der Holocaust ist nichts, was nicht Teil unserer Geschichte ist. Das ist nicht richtig. Die Fakten zeigen, dass es anders ist. In Litauen haben wir fast 200.000 Juden, fast die gesamte jüdische Bevölkerung verloren. Und der wichtigste Aspekt ist, dass der Großteil dieser Menschen in Litauen umgebracht wurde, in kleinen Städten, in Dörfern, an ganz kleinen Orten, dort, wo sie eigentlich integriert waren in die Gesellschaft. Thomas Gasch
schrieb das Buch Nachbarn. Es waren nicht immer Nachbarn, aber es war ein Teil der Gesellschaft, und zwar jahrhundertelang, und trotzdem ist das vor Ort passiert. Und diese Ereignisse als etwas Externes zu sehen, ist tatsächlich eine absolute Vereinfachung und auch Verfälschung der Geschichte. Wir können uns nicht nur auf eine Hälfte der Geschichte konzentrieren. Das kann ich wirklich nicht gutheißen. Natürlich ist das Teil unserer Geschichte. Manchmal ist es leider so, dass man diese Narrative als etwas Externes annimmt. Aber das zeigt nur, dass Bildung fehlt, dass Wissen fehlt. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, diese Zeugnisse der lokalen Bevölkerung, es gibt sie, sie existieren. Auch die Erinnerungen existieren. Und vielleicht wurden diese Erinnerungen einfach nicht effizient genug integriert, effektiv genug integriert in das Bildungssystem, in das große Narrativ, das es in unserer Gesellschaft gibt. Aber es gibt diese Erinnerungen, die Zeugen, es gibt sie. Und natürlich erzählen sie auch, was sie gesehen haben. Sie haben kein Problem damit. Sehr viele haben auch geholfen. Es gab ja nicht nur Kollaborateure. Und in den Provinzen ist dieses regionale Erinnern durchaus noch da. Es ist nur noch nicht Teil der nationalen Geschichte geworden. Aber es ist Teil unserer Topografie und unserer Geschichte. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und ich glaube, wir sind auch stark genug, das zu tun. Ja, man dürfte nochmal. Ja, weil ein bisschen erklären, warum der Holocaust oder das Schicksal der jüdischen Gemeinschaft im Estland für die Esten vielleicht nicht so unsere eigene Geschichte scheint, weil die jüdische Gemeinschaft in drei baltischen Ländern sehr verschieden sind gewesen damals. Die estnische jüdische Gemeinschaft war sehr klein. Wir hatten nur 0,4% Juden in unserem Bevölkerungsanteil und sie sind mehr an sich nicht mit estnischsprachigen Gemeinden identifiziert. Die jüdische Gemeinschaft im Estland sprach damals mehr Russisch oder Deutsch und sie sind nicht sehr eng mit Esten zusammengelebt. Und sie sind damals nicht in Dörfern oder kleinen Städten gewohnt, sondern meistens in Tallinn und Tartu, so einer Stadteinwohner, so Ärzte, Geschäftsmänner. Sie sind nicht so einer Landarbeiter im Estland gewohnt. Und deswegen sind meistens die Esten damals auch nicht sehr viel über die jüdische Bevölkerung in Estland überhaupt nicht mitbekommen, das, was geschah. Aber es ist ja trotzdem Fakt, dass diese Juden ermordet wurden. Also kaum jemand hat überlebt. Estland wurde auch sehr früh für judenfrei erklärt. Es wurden auch viele Juden dann später noch deportiert. Das ist ja doch ein Erbe, wie auch Frau Davalute sagte, mit dem Estland, mit dem sich die Esten irgendwie beschäftigen müssen und auseinandersetzen. Ja, also, das schon, aber das habe ich einfach erklärt, warum die Leute das nicht so eine als eigene Geschichte finden. Das ist schon ein wichtiger Teil von allgemeiner Geschichte im Estland, aber nicht so eine vielleicht so eine ethnische Geschichte. Ja, es empfinden vielleicht viele auch nicht als estnische Geschichte, obwohl sie ja zur Geschichte Estlands dazugehört. Ich denke, das sind genau diese Herausforderungen, von denen auch Frau Tomsone sprach, eben auch diese Gedenkminuten an das Massaker von Rumbula im Zentrum von Riga, weil man eben erklärt, das ist Teil unserer Geschichte, also weg von diesem ethischen Gedenken und Diskurs. Und das bleibt sicherlich, so wie Sie es sagen, Herr Maripu, eine Herausforderung.
Wir sind jetzt eigentlich im spannendsten Teil der Diskussion und wir sind genau am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Das bedeutet, ja, ich entlasse Sie sozusagen hier mit dem Auftrag an alle, auch alle Zuhörer, da weiter zu diskutieren, weiter zu denken, zu debattieren und aktiv zu werden, so wie Sie drei es alle schon tun. Sie haben hier sehr eindrucksvoll aufgezeigt, welche Ambivalenzen das Erinnern aufwerfen kann, auch welche Auseinandersetzung, Konfrontation mit eigener Schuld, ja, und welche spannende Prozesse dahingehend in Ihren Ländern im Gange sind. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich danke auch allen, die ihre Fragen hier in den Chat gestellt haben. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht alle Fragen aufgreifen konnte. Es sind einfach immer wieder zu viele, was aber toll ist, dass Sie immer mitdiskutieren. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch noch einladen, am 22. Juni ausgerechnet, also dem Tag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, da ist unsere nächste Folge in dieser Reihe, hier wieder einzuschalten. Wir werden uns dann mit dem Balkan beschäftigen. Das Thema dann ist Hass oder Versöhnung, nationale Identität und transnationale Beziehungen auf dem Balkan. Danke Ihnen alle, dass Sie da waren. Danke fürs Mitdiskutieren und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Vielen Dank. Bye. Auf Wiedersehen.